Alfombra heißt diese Kollektion bei der Fashion Week in Berlin am Dienstag. Gezeigt hat sie das niederländische Designer-Duo Porter. Inspirieren ließen sich die Designer Rochemy Porter und Lisi Herrebroek dabei nach eigener Aussage von ihrer Herkunft. Diese Show ist eine Kombination mehrerer Kollektionen, aber unsere Hauptinspiration für alle Kollektionen sind natürlich unsere karibischen Wurzeln. Von da nehmen wir wirklich alle unsere Inspirationen. Es ist sowohl eine Hommage an den eleganten karibischen Mann, als auch an den Strandverkäufer, der dieses ganze Zeug an den Strand bringt zum Verkauf, um seine Familie zu ernähren, um etwas zu verdienen. Es ist eine Hommage an verschiedene Themen. Die lässig und bunt erscheinende Mode der beiden Designer erinnert in der Tat an Strand und Ozean. Die Models tragen unter anderem Fischernetze um den Hals gelegt und aufblasbare Gummitiere auf dem Kopf, erklärtermaßen, um auf die Umweltverschmutzung in den Meeren aufmerksam zu machen. Am Rande der Fashion Week demonstrierten Unterstützer der Tierschutzorganisation PETA unter dem Motto Leather is a Rip-Off gegen Mode aus der Haut von Tieren, wie PETA-Sprecherin Johanna Fuhrs sagt. Und wir wollen den Besuchern der Fashion Week und eben allen Modelabeln zeigen, dass man auch ohne Blut zu vergießen sich schick kleiden kann, indem man beispielsweise auf vegane Mode zurückgreift. Die Fashion Week in Berlin findet diesmal statt vom 3. bis zum 6. Juli.